Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. GTA 5. Der Verbrechenssimulator. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play GTA 5 und was war das für ein Geräusch? Ach du Scheiße. Jetzt sag bloß, das ist meine blöde Tante, die ist ja Prostituierte und warte mal. Mal kurz in ins Schlafzimmer. Nee. Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt habe ich gedacht, die poppt hier vielleicht gerade rum. Was geht hier ab, ey? Hallo? Schwächeanfall oder was? Ah, die macht Sport. Oh Gott. Ja, also jetzt habe ich wirklich kurzzeitig Angst gehabt, ja, dass die hier irgendwie liegt mit Beine breit und einem großen, dicken, haarigen Mann auf ihr drauf und in ihr drin. Oje, oje. Ah, Heilpaket. Sehr gut, das nehmen wir uns gleich mal. Ach nee, kann ich gar nicht. Links unten. Das Grüne ist Lebensenergie. Das ist voll. Okay. Umso besser. Ja, was machen wir jetzt hier? Zu Hause können wir nur speichern, umziehen und der blöden Tante beim Sport zuschauen. Das ist ja irgendwie nicht so ergiebig. Dann gehen wir mal raus. Also, was ich sagen wollte, die ersten vier Folgen... Ja, ist gut. Ja, die ersten vier Folgen waren ganz erfolgreich. Ja, kam ganz gut an bei euch. Deswegen dachte ich mir, komm, mache ich mal ein bisschen weiter, weil es macht mir eigentlich auch ganz gut Spaß. Und, was ich unbedingt testen muss, wenn ich hier ein zweites Auto in die Garage tue, ob die dann beide gespeichert sind. Dazu brauche ich aber erstmal eins, das sich lohnt zu klauen. Warum steht das Auto echt draußen und warum geht jetzt die Garage auf? Kann mir das jemand erklären? Na egal, okay. Ich werde mir jetzt vielleicht mal ein Auto suchen, oder? Eins, das ich geil finde und in die Garage. Weil sonst habe ich, was habe ich denn an Aufträgen überhaupt? Gar nichts, oder? Da ist ein bisschen Dead Trouser momentan noch. Simeon ist der Einzige, ne? Das ist der Autohändler. Naja, wir können uns ja mal in die Richtung bewegen. Wichtiger wäre es, mir ein geiles Auto zu klauen. Was geht ab? Lamar! Eine SMS habe ich gekriegt. Schön. Handy nach oben. So, Stretch kommt raus, Alter. Was? Stritzetsch! Aha. Er hat seine Zeit abgesessen, wir melden uns mal. Okay, wahrscheinlich irgendein Ex-Verbrecher. Was interessiert mich das jetzt hier noch? Ich brauche ein gescheites Auto noch, ein schönes, ein Sportwagen, einen Supersportwagen hätte ich gerne. Da müssen wir mal gucken, was wir da finden. Ist da drüben so? Schon wieder eine Einblendung, ey. Ich kann nicht gleichzeitig Auto fahren und lesen. Du kannst überall in San Andreas Fremde und Freaks treffen. Du findest sie bei Fragezeichen. Ja, wo ist das denn jetzt wieder? Halt, da wollte ich nicht hin, ich wollte auf die Karte. Da ist ein Fragezeichen. Da kam ich doch gerade her, oder? Okay, dann fahren wir da mal hin. Schauen, was das bringt. Boah, Kacke! Okay, damit kann man bestimmt auch fahren in dem Spiel. Das wird bestimmt auch sehr interessant, aber ich will jetzt erstmal hier zu dem Fragezeichen. Wenn ich schon keine geile Karre finde, die ich klauen könnte. Das sind ja alles 0815. Gedöns, da ist ja meiner tausendmal besser als das, was hier rumfährt. So, also gut, dann fahren wir mal zum Fragezeichen. Da vorne ist das Fragezeichen. Oh, was ist das denn? Ein BMW? Nee. Okay, eine Frau, die sich um meinen Arsch kümmern will. Es wäre mir eigentlich lieber, wenn sie sich um was anderes kümmert. Hallo? Geht's noch, du Penner? What's wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with me, nigga. Shit. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on, shit. Alright then, shit. Show him everything. Okay, mein erster Gedanke, dass die Frau sich irgendwie um andere Gliedmaßen kümmern könnte, nee, die ist mir zu abgehalftert. Jetzt soll ich was abschleppen. Ein Fahrzeug soll ich abschleppen, ja? Kann ich denn irgendeine Frau abschleppen? Das wäre mir echt viel lieber. Ja, wo ist denn der Penner? Ich wollte ihm jetzt gerade aufs Maul hauen und dann kommt die Zwischensequenz dazwischen, ja? Deswegen heißt es wahrscheinlich Zwischensequenz. Verdammter Mist! Ja, komm, ich habe ein Auto da. Das hat ein paar Dellen mittlerweile schon wieder. Ich versuche mal ein bisschen die Klappe zu halten beim Autofahren, weil die reden ja immer so viel und dann verpasst ihr irgendwie so ein bisschen was. Alright, shit, where we going? Trucks at the Davis Sheriff Impound.
Oh man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. Na sauber. Ein Schwarzer, der Franklin Clinton heißt. Was ich sagen wollte ist, ich weiß nicht, ob ich da reden soll oder bei den Dialogen oder die einfach euch mithören lassen soll. Im Zweifel könnt ihr sie ja lesen. Ich versuche mich zurückzuhalten, ja, einigen wir uns da drauf. Aber wenn ich mal was erzähle, dann schimpft ihr nicht mit mir und ja, dann lest ihr einfach mit. Das geht ja auch, ne? So, hier ist mal richtig, ne? Parken wir mal ganz ordentlich. Alter, wenn du mir jetzt auch noch hinten drauf fährst, dann knallt's. Was ist das denn hier für einer? Ein etwas älteres Modell. So. Ich soll jetzt ja ein Fahrzeug abschleppen. Naja, besser als die alte Fregatte ist es alleweil. Oh. Abschleppsimulator 2014. Okay, das ist also, um Kohle zu verdienen. Ja, dann machen wir das mal. Warte auf Tonja. Ja, die ist bestimmt auch schon überall total ausgeleiert, so wie die aussieht. Vehicle 29, come in, this is dispatch. We got an abandoned car at San Andreas Avenue. Yo, we on that like ugly on your mama. 10-9, come again. I didn't catch that. It's Tonya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tonya. Car's a junker, been there for days. 10-7, I'm gone. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, your gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya, what the fuck happened to you? Sarah mal, verstehe ich das richtig? Die will ständig irgendwie an mir rumspielen, glaube ich, ne? Also das ist ja ganz ekelhaft. Frauen über 60 sind nicht so mein Ding. Achso, ich kann jetzt wieder fokussieren. Was bringt mir das eigentlich? Das habe ich immer noch nicht gecheckt. Außer, dass die Farben blasser werden und ich irgendwie schlechter steuern kann. Komm, ich finde auch so hin. Das ist doch Quatsch. Was soll ich denn da rumfokussieren? Blödsinn. Da ist ein blauer Punkt. Da fahre ich hin und dann hat sich das. Ist auch ein bisschen wie Truck Simulator, ne? Warte mal, habe ich eine Hupe? Okay, I've seen JB do this 100 times. Back up close. Make sure the hook is down. And it should slide right in. Ach so. Mit dem linken Stick. Und dann soll ich ganz vorsichtig reinrutschen. Ist ja ekelhaft. So, fahren wir mal ein bisschen rückwärts, ne? Das müsste halbwegs. Kannst du mir bitte aus der Sicht gehen, du blöder Bus? Scheiß Busfahrer, ey. So, runter. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Hey, this was not how I saw my day going. Das war's schon. Aber die Hupe ist geil, oder? Ich hupe nochmal. Das sind halt US-Hupen. Da ist halt Dampf dahinter, ne? Okay, dann überholen wir die alle mal. Ich scheiße auf Verkehrsregeln. So I ain't seen you around the hood much? I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dopehead. Shit changes. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real? Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Das sind ja richtig tiefgründige Gespräche. So, jetzt muss ich den hier abliefern. Wahrscheinlich da, wo ich hergekommen bin. Das werden wir gerade noch hinkriegen. Geht mal da aus dem Weg, ihr Schnarchzapfen. Hoppsa, ich bin vorbeigefahren. Jetzt habe ich gerade mal nicht aufs Navigationsgerät geguckt, sondern irgendwie auf die Autos. Und das war ein bisschen ein Fehler. Ich muss mich ganz woanders hin. Ja, ja, der Herr Frenkel und sein Orientierungssinn. Ne? Das haben wir ja. Das ist eine unendliche Geschichte. Eine Geschichte voller Missverständnisse. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf die Idee komme, wie das da vorne... Ah ja, genau, ich dachte, ich muss da schon rechts abbiegen, dann muss ich erst hier rechts abbiegen. Und zwar ist das, ja, das ist die gleiche Stelle wie vorhin.
Oh, da steht ein Polizeiauto. Da wollen wir nicht hin, ne? Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. Hoppla! Ja, das da drüben scheint mir die Polizei zu sein. Das sind zwei Fahrzeuge von der Polizei. Und jetzt soll ich hier abliefern, na, auf dem Frauenparkplatz wahrscheinlich. Auf dem extra großen. Yeah! You know how I like it. Okay, you got it. Release that baby. I'll see Hurra! You on the block. Anything you need, you holler at me. Gut. Haben wir hingekriegt? Ist das mein Auto? Ha! Können wir speichern? 75% Missionszeit. War ich wohl nicht schnell genug. Aber ist egal. Ich bin nicht so der, ich brauche 100% Typ. Das ist mein Fahrzeug. Okay, jetzt sehe ich auch, wo ich hätte rausfahren müssen, nämlich auf der anderen Seite. Ich bin da ja entgegen der Fallrichtung gefahren. Was ist das für ein Auto, das andere? Ah, ist langweilig. So, was machen wir denn jetzt? Wir gucken nochmal kurz auf die Map. Vielleicht offenbart sich da noch was. Das war die falsche. Der falsche Button. Natürlich, Herr Frenkel, war das wieder der falsche Button. Das F. Was ist denn das F? Franklin, das bin doch ich. Ach so, da wohne ich, ne? Okay. Was ist das hier? Das ist wieder ein Fremde und Freaks. Dann fahren wir dahin. Da gibt's eine Mission. So, jetzt muss ich nochmal mit der Kameraperspektive. Ja, so ist es. Außer ich sehe ein tolles Auto, dann würde ich das zwischendurch auch mal mitnehmen. Wie gesagt, ich suche irgendwie was Supersportwagen-mäßiges. Ich habe das bei dem Teil, wo ich diesen komischen Ford hatte, habe ich das vergessen. Oh, ein Feuerwehrauto. Das ist natürlich auch... Moment mal, das muss ich mir jetzt mal anschauen hier. Das ist natürlich reizvoll, sowas, ne? Hey. Tag! Kollegen, ne? Immer dran denken, immer schön die Rolltore aufmachen beim Einsatz, gell? Kann ich das wirklich nehmen? Das Blöde ist, ich kann jetzt nicht vorher speichern, ne? Wenn ich jetzt das Ding klaue und... Komm, erstmal ein bisschen einspielen, Herr Frenkel. Nicht gleich... Größenwahnsinnig werden. Ein Feuerwehrauto klauen. So, das ist nämlich ein Sportwagen und ich möchte gerne einen Supersportwagen. Falls sich da mal einen auftreiben lässt. Im Zweifel fahre ich nochmal bei dem Autohändler vorbei. Bei Simeon. Vielleicht steht da noch was rum. Okay, da wohne ich. Und wir fahren jetzt hier rum. Oh, ein Zeppelin da links oben. Sehr schön. Gut. Bei diesen Fahrten dazwischen muss ich sagen, da geht mir die Musik dann doch ein bisschen ab vom Radio. Aber ihr wisst ja, die GEMA, die würde mich verhauen, wenn ich hier damit... Also im Zweifel. Wenn man nicht erwischt wird, hat man Glück, aber... Rechtlich gesehen ist das einfach nicht in Ordnung, wenn ich da jetzt hier das Radio laufen lasse bei YouTube. Das darf ich nicht. So, wie weit ist das denn noch hier? Ah, habt ihr gesehen, ey? Elegant. Meinen die mich irgendwie? Ich fühle mich immer gleich angesprochen, wenn es der Tütata macht. Nee, kann gar nicht sein, weil da müsste rechts oben müssten dann der Sterne sein, ne? Die müssten ja meinen Gesucht-Level dann anzeigen. Oh, 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 oh. Alter. Was geht ab, ey? Das ist ein Truck. Der wäre auch was für Papa so, ne? Ja, aber wie gesagt, erstmal ein bisschen einspielen, bevor wir Blödsinn machen. Ich kann mit dem Spiel noch gar nicht so richtig umgehen nach den paar Folgen. Das muss ich erstmal ein bisschen weiter verinnerlichen, damit ich dann hier. Oh, guck mal, da geht's jetzt bergauf. Das ist wie in San Francisco. Sehr schön. Stopp! Stopp, stopp, stopp. Rechts rum. Da hoch. So, jetzt sind wir dann gleich am Ziel und das Blöde ist jetzt für euch, ich werde jetzt einen Cliffhanger einbauen müssen, weil wenn ich auf die Uhr schaue, sehe ich, die Episode ist gleich zu Ende. Oh, guck mal da oben, das ist auch toll. Hollywood Hills, da heißt es aber anders hier, ne? Seht ihr das da oben? Winewood! Ja,
Ja, also wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, da würde mich sehr drüber freuen. Und dann kommt ihr in der nächsten Folge wieder und dann werdet ihr miterleben, was ich jetzt mit diesem Auftrag hier mache, ob ich den auch bestehen kann. Also, danke fürs Zuschauen und erstmal ciao, ciao!